Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Neil's Place. Und auch heute spiele ich wieder Illusion of Time. Was bisher geschah? Nun, wir sind mehr oder weniger grundlos auf eine Bergspitze namens Tempelberg, glaube ich, gegangen. Und dort gab es viele Pilze und Pflanzen und andere Ekligkeiten. Und das Ganze war aus verschiedenen Gründen noch viel unangenehmer, als es so schon klingt. Ja, aber wir haben dort immerhin eine Teekanne erobert. Ich glaube, das war auch der ganze Erfolg der Aktion. Aber da wir ohne Grund hingegangen sind, ist eine Teekanne vermutlich schon verdammt viel. Wie es weitergeht, schauen wir uns an. Awesome, geschafft. Also, auf zurück nach Euro. Yep, da steht Tempelberg. Ich bin mir sehr sicher, gerade eben beim Speicherstand Bergtempel gelesen zu haben. Was Schwachsinn ist. Inkonsequente Übersetzung. Großartig. Also, was mache ich jetzt in Euro mit meiner Teekanne? Die Leute, die mir davon erzählt haben, waren diese beiden Herren hier. Ich fühle die Anwesenheit des Bösen in der Stadt. Vielleicht haben sich einige Bewohner in Dämonen verwandelt. Es könnte jemand vom Markt, einer deiner Freunde oder sogar ich sein. Benutze den Teekessel, wenn dir jemand verdächtig ist. Oh, der Teekessel! Es gibt ihn wirklich! Ja, das ist wahr. Ich sollte den Teekessel benutzen. Warte kurz. So. Gib ihn mir. Hier, du! Du hältst den Teekessel hoch, doch nichts geschieht. Du bist ein Mensch, Gratulation. Du hältst den Teekessel hoch, doch nichts geschieht. Doch nichts geschieht. Ey, bleib hier. Die Stadt hat sich verwandelt. Rolex' plötzlicher Aufschwung brachte viele Händler hierher. Irgendetwas verbirgt sich hinter dem Erfolg. Oh nein. Nils Eltern. Oh. In dem Haus, das ich beim letzten Mal übersehen habe, wie mir beim Schneiden auffiel, ist ein Speicher. In dem Haus, das ich beim letzten Mal übersehen habe. Ich wurde von einer offenen Tür abgelenkt beim letzten Mal und deswegen habe ich dieses Haus natürlich nicht betreten. Sehr geschickt. Awesome. Das ist wahrscheinlich immer so, wenn ich keinen Speicher finde. Okay. Ich ahne, wer die Dämonen in dieser Stadt sind. Also lasst uns mal schauen, ob ich recht habe. Du! Bist das Hausmädchen. Namens Anne. Du wirst aber kein Dämon. Aber hier. Du hältst den Teekessel hoch. Es regnet die Tränen der Geister. Ha! Ha! Oh, tut mir leid, Neil. Ach, egal. Sie waren sowieso nicht nett. Kuhu! Schon bald hüllt sich die Welt in Dunkelheit. Der vorherige Besitzer dieses Körpers schläft nun als Skelett unter dem Schrein. Ich weiß jetzt, wie wichtig meine Eltern für mich sind. Ich wünschte, ich hätte ihnen das sagen können. Will, lass mich bitte für einen Augenblick allein, klar? Ich fühle mit dir, Neil. So habe ich dich noch nie erlebt. Das stimmt, ich bin sonst nicht so weinerlich. Am nächsten Morgen sind alle betrübt. Guten Morgen. Es tut mir leid wegen gestern. Ich habe die ganze Nacht daran gedacht. Ich bin der Erbe dieser Firma, das heißt, ich bin jetzt stinkreich. Und den Menschenhandel zu stoppen, um den Menschenhandel zu stoppen, muss ich das Übel an der Wurzel packen und die Firma verändern. Sie machen Geld aus dem Elend der Menschen. Du willst Präsident dieses Unternehmens werden? Unglaublich. Hör auf, du machst mich verlegen.
Kara, jemand fragte nach dir. Hat er dir das schon erzählt? Wenn nicht, tue ich es aus demselben Grund. Er behauptet, er sei ein alter Freund. Was? Hey, kommt alle rein. Alle? Hamlet! Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Er ist den ganzen Weg gelaufen, beziehungsweise geschwommen, weil nicht alles so erreichbar sein sollte. Egal, nur um dich zu sehen. Lily fand ihn in Vatermia und schickte ihn mit Rolex Schnellversandservice hierher. Er hat Glück, dass er nicht erstickt ist. Wie gut, dann kann Hamlet euch statt meiner begleiten. Ich habe keine Lust mehr auf euch. Westlich von hier befinden sich die Ruinen von Angkor Wat. In der Nähe muss sich das Dorf der Slaven befinden. Lasst uns aufbrechen. Alter. Okay. Wenn Kara sagt, wir brechen auf, brechen wir auf. Sag mal, Erik, tust du irgendwann noch etwas Sinnvolles, außer dich an Bomben binden zu lassen und rumzustehen? Ich bin ein bisschen verwirrt, weil bisher wirklich noch nichts wirklich Plot-Relevantes mit dir passiert ist. Und ich mich leider auch nicht mehr daran erinnere, dass jemals etwas passiert. Boah, ist das scheiße heiß hier. Uff, hier ist es so warm wie in den Tropen. Diese Hitze, mir verschwimmt alles vor Augen. Wir können nichts machen. Lasst uns irgendwo übernachten. Puh, die Luft muss hier heißer sein als in der Wüste. Ich glaube, der Typ hat schon bessere Zeiten erlebt. Gott, mein Geigenhumor war auch schon mal netter. Ich glaube, der Typ hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Und ich glaube, der Typ erst recht. Und dieser Typ hier, ich glaube, hat schon bessere Zeiten erlebt. Aber dieser Speicher hier ist nicht so versteckt wie alle anderen. Oh, hier ist es kühl. Schade, dass nur ich hier reinkomme und die anderen dieses Tor wahrscheinlich nicht mal sehen können. Ich hätte da drin übernachten sollen. Seltsam. Niemand zu sehen. Nur Skelette liegen überall verstreut. Sollen wir in die Häuser schauen? Wolltet ihr nicht auf meine Antwort warten, vielleicht? Ich schaue nicht das aus. Versteinerte. Menschen mit roten Juwelen! Ein Glück, dass die nicht leben. Die Statue eines Mädchens steht schweigend da. Drei? Was? Die Statue des Mädchens thront in der Stille. Warum ist das ein anderer Text als bei den anderen beiden Mädchen? Es ist ein besonderes Mädchen. Niemand da. Das Dorf sieht verlassen aus. Prima. Hier können wir bleiben, wenn wir wollen. Zumindest sind rote Juwelen hier nicht so versteckt. Ich bin fertig. 2 Wochen Schlaf wären genau das Richtige. Für heute reicht's. Völlig erschöpft von der Reise fallen alle in einen tiefen Schlaf. Eine lange Zeit vergeht. Und die Dorfbewohner kommen heim. Yay! Was? Arme? Lass mich noch etwas schlafen. Was will? Mach doch nicht so einen Krach. Oh, wer seid ihr? Verprügeln sie uns gerade? Oh, sie essen uns. Sie scheinen sehr hungrig zu sein. Schaut, diese Kinder sehen so mitgenommen aus. Das stimmt. Ein Junge erzählte, dass bereits in Freya in diesem Land herrscht große Hungersnot. Diese Knochen sind die Überreste der Verhungerten. Oh nein, wir sind die Nächsten, die verhungern. Ich fürchte, so weit kommt es nicht, Erik. Hamlet? Hamlet, was hast du? Als ob wir uns bald trennen müssten.
Naja, wenn sie uns jetzt braten... Hamlet! Du dämliches Schwein! Hamlet, was? Das arme Schwein! Hamlet, warum? Armer Hamlet, er hat es für uns getan. Hamlet, Schwein oder nicht sein. Plötzlich erklingt eine vertraute Stimme. Hört mir zu, es war Hamlets Wunsch, diese Menschen zu ernähren. Ein kleines Ferkel kann viele Dorfbewohner retten. Mutter? Will und jeder, der hier ist. Ewige Dunkelheit nähert sich der Welt. Ihr müsst eure Kräfte vereinen, um die Welt zu retten. Findet die mystischen Statuen und begebt euch zum Turm von Babel. Wow, magische Fessellösung. Danke, Mom. Boom, Hamlet ist der Gegenbeweis für jeden Vegetarier. Schweine wollen uns ernähren. Gott, ist das blödsinnig. Hamlet ist in das Feuer gesprungen. Er hat sich geopfert, um uns zu retten. Ja, das macht schon mehr Sinn. Der Stamm wird immer kleiner. Viele sind bereits verhungert. Brüder, Schwestern, Eltern, Freunde, die armen Menschen. Der Junge zeigt nach Nordosten. Karte zeigen, ja. Er malt ein Bild eines Tempels auf die Karte. Ich glaube, er versucht uns zu sagen, dass auch er dorthin möchte. Er zieht an Wills Ärmel, als ob er ihn irgendwo hinführen möchte. Ja, ich möchte mitgehen. Jetzt winkt er ihn. Ich glaube, der Typ hat schon bessere Zeiten erlebt. Er sieht auf das Skelett mit Tränen in den Augen. War das ein Verwandter? Ein Freund? Der Mann reicht Nahrung. Es schmeckt wie Insektenklöße. Es war erstaunlich, aber es schien, als würden wir uns gegenseitig verstehen. Der Mann sieht Will tief in die Augen. Es scheint, als sähe der Mann direkt in dein Herz. Wir sprechen zwar nicht die gleiche Sprache, aber dennoch. Schüchtern streckt der Mann seine Hand aus. Wir verstehen uns zwar nicht, aber ich denke, wir sind der gleichen Meinung. Dasselbe? Noch mehr Insektenklöße. Ich sollte ihnen nicht die ganze Nahrung wegessen. Der Mann sieht Will tief in die Augen. Starren wir nochmal zurück. Der Stamm bitte mal kleiner. Gibt's jetzt ein bisschen Hamlet? Ich werde nie wieder sein Grunzen hören. In der Luft liegt plötzlich der Duft von köstlichem Schweinebraten. Ich sollte sowas nicht sagen. Immerhin war Hamlet ein Freund und so. Okay. Ich schätze, hier gibt's nichts mehr zu tun. Speichern und dann gehen wir in die Ruinen. Aber wenn ich jetzt in die Ruinen gehe, essen sie Hamlet ohne mich. Oh, ich fürchte, sie haben Hamlet schon ohne mich gegessen. Nein, sie beten Hamlet an. Insektenklöße, ich dachte es... Na gut. Ich lernte von den Kindern ein Wort. In dieser Gegend scheint Ramapö oder Ramapoe so viel wie Hallo zu bedeuten. Der Stamm wird immer kleiner, das hast du schon gesagt, Erik. Danke. Auf geht's. Wir haben Ruinen zu erforschen. Ruinen von Angkor Wat. Ich habe das Gefühl, es wird auch wieder ungemütlich, aber vieles nicht mehr zu tun.
Nach 3 Tagen Reise durch den Dschungel fand ich den Tempel. Meine Freunde müssen schon verrückt vor Sorge sein, aber ich lasse sie ja immer zurück, wenn es um sowas geht. Okay, 15 Gegner, eine Kraft und ein sich bewegender Busch ist ein Gegner. Okay, erst den Kopf, dann den Körper. Was bist du? Fliegen! Riesige Monster fliegen, die mich nicht angreifen. Sie haben auch nicht sehr viele Leben. Jetzt muss ich nur noch schaffen, sie zu treffen. Das wäre awesome. Danke. Muss noch irgendwo eine sein. Hör auf! Setz dich hin! Komm her! Komm her! Bleib da! Früher haben Gegner noch versucht, mich zu töten. Das waren Zeiten. Dann voll einfach. Genau. Streck den Kopf aus. Ich brauche deinen Kopf. Wann ist dein Kopf tot? Stirbt dein Kopf auch irgendwann? Scheinbar nicht ohne weiteres. Ich bin verwirrt. Da bin ich schon längst gegangen. Ich bin nicht nur verwirrt, ich bin auch eindeutig überfordert. Halt. Schön. Kann mir jemand sagen, was da der Trick ist? Es muss einen Trick geben. Na bitte. Geht doch. Mehr davon. Also mehr Dinge, die ich schaffe. Wie viele Gegner noch? Noch 6. Die sind bestimmt im Mittelgang. Nicht alle. Die Büsche gefallen mir. Das sind mir bisher die liebsten Gegner. Bei den Köpfen weiß ich noch nicht so richtig, wo da der Trick ist. Außer ein wildes drauf rumgehämmert. Wenn sie den Kopf verlieren, ist angenehm. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wo deine Trick ist. Ich will auch keine Heilkräuter für die Dinger verbrauchen. Ich stell mich jetzt einfach hier hin. Und schlag sie immer, wenn sie mich angreifen. Ja, komm schon. Ich weiß, ihr wollt es. Ihr wollt es. Kommt her zu mir. Yay!
Jetzt aber! Zwei habe ich schon! Hey! Ja, komm! Einer von denen ist noch irgendwo da oben. Heißt es auch, den Körper anzugreifen oder muss ich den Kopf angreifen? Wahrscheinlich muss ich den Kopf angreifen. Gott, Gott, Gott. Komm her. Ha! Tja, Junge. Jetzt bist du allein. Und wenn du es mal in dem Modus bist, kannst du auch nicht mehr viel dagegen tun, dass du es bleibst. Und genau das Richtige, komm. Puh, das war aber auch anstrengend. Jetzt brauche ich jetzt mal eine Pause. Gehen wir erstmal durch den Haupteingang rein. Mehr Totenschädel. Mit neuen verrückten Angriffsmustern wie dem Phasenverschiebungsangriff. Ein Glück, dass Rutschen immer noch hilft. Perfekt. What the hell? Ah, tu das nicht! Lass mich einfach rutschen! Rutschen ist das, was du tun sollst! Rutsch über den Boden! Du weißt, wie das geht. Das ist das Ding, das alles tötet, wenn du es tust. Bam! Genau. So. Rutschen! Oh nein, 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 jetzt weglaufen! Ach, Kind. Du machst mir manchmal Sorgen. Könntest du... Ach, Kind, habe ich schon erwähnt, dass du mir manchmal Sorgen machst? Ihr seid anstrengend. Ich hoffe, ich kriege häufig Leben. Nicht, dass ich noch viele frei hätte, die ich kriegen könnte. Aber sie wären ganz praktisch derzeit. Bam. Ach, Kind. Will, tu mal, was ich will. Danke. So, das mache ich jetzt. Da bin ich reingekommen. Da geht's darüber. Ja, das war doch ganz nett. Rotes Juwel, Heilkräuter wären mir gerade lieber irgendwie. Oh ja, Heilkräuter wären gerade awesome. Was bist du für? Oh, ich will gar nichts von dir. Da gehe ich später hin. Wie viele Gegner sind hier noch? Gegner? 13 nur. Das ist ja lächerlich. Du bist anstrengend. Verschieb dich mal wieder in Phase, danke. Oh, ich dachte, ich hätte ihn. So, Will. Kennst du das Spiel? Yay. Warum bist du... Der wird immer schneller. Abgefahren. Die Gegner hier haben offensichtlich Spaß an ihrem Leben. Eine sehr verrückte Kollektion an Monstern. Was zum? Was geht hier eigentlich vor? Wie viele noch? Noch 7. Das ist eine ganze Menge. Wie viele... Ich habe nur einen... Ich könnte einen Apfel nehmen. Der Apfel war lecker. Ein paar Vitamine können nicht schaden. Ja, ich könnte einen Apfel nehmen. Huhu. Das war ja awesome. Okay.
Ich bleibe einfach hier stehen. Den hole ich auch noch kurz zum Leben und jetzt. Geht ja immer schneller, bis sie wieder da sind. Puh. Bisschen mit Verstand müssen wir nämlich, glaube ich, leider vorgehen. Da kommen wir sonst nicht dran. Okay. Das ist ungemütlich. Ich will da nicht hin. Das brauche ich bestimmt irgendwann nochmal. Naja. Aua. Rutschen. Nicht so viel rutschen. Rutsch lieber weniger und dann macht ihr die Gegner tot. Ich bin ein bisschen angestrengt derzeit. Ich wusste, dass da noch einer ist. Oh, Idiot. Lass mich in Ruhe. Yes! Nein. Entschuldigung, das ist der bisher anstrengendste Dungeon hier. Ich hoffe, ich komme hier irgendwie heil durch. Aber es wird eine Weile dauern. Es ist halt einfach so unglaublich anstrengende Gegner, das Teil. Und ich benehme mich ja dann manchmal auch noch ziemlich dämlich. Habe ich den jetzt besiegt? Ich habe kurz weggeguckt. Das war dumm. Aber es kommt keiner mehr. Vielleicht ist auch einfach die Musik fürchterlich nervig und... Was zum?! Was ist das für ein Boden? Sind das Pilze? Oder Käfer? Jedenfalls hat es meinen Aufprall weich gehalten. Das ist doch in Ordnung. Lass mich in Ruhe. Rutschen keine gute Technik bei diesen Scheißteil. Ja, ich weiß, rutschen keine gute Technik. Ich sollte einfach normal angreifen und hoffen, dass du überlebst. Wobei die Chancen wahrscheinlich mit normalen Angriffen größer sind. Gott. Komm, geh wieder zurück. Danke. Moment. So. Komm her. Komm zu Papa. Bist du soweit? Gott, ich hasse euch. Ihr seid die Schlimmsten. Nein, eigentlich seid ihr nicht die Schlimmsten. Das war falsch. Es gibt viel Schlimmere hier. Was tun diese Dinger? Die tun mir ja nicht mal weh. Wie, bist du gerade in Phase gegangen, um dann wieder aus der Phase rauszugehen? Dankeschön. Ihr seid ja anstrengend. Komm schon. Ich werde Totenschädelkiller.
Was bist du? Irgendwas fehlt hier. Ich habe das Gefühl, hier wird ein Geheimgang sein. Ich weiß bloß nicht, ob ich ihn aufkriege hiermit. Nein. Och, what the fuck? Schon wieder nur ein dämliches Schild. Was soll ich mit den ganzen Schilden? Egal, ich hab 9 Leben. Ich werde jetzt einfach auf Leben arbeiten. Ich darf... Was soll ich mit Heilkräutern? Ich werde einfach Leben nehmen. Leben sind meine neuen Heilkräuter. Okay. What the fuck are you doing? Awesome. Oh nein, ich bin tot. Was tue ich nur? Was werde ich jetzt machen? Wir fangen einfach wieder hier an. Manchmal sehe ich Orte, an denen ich nie gewesen bin. Vielleicht sind es Albträume. Oder sind einfach Orte, an denen du nie gewesen bist. Oh, ich kann mich ja nicht mal an den Rand stellen, wenn ihr das macht. Kinder, hört auf damit. Was da? Das war lustig. Okay, erstmal springt ihr da runter. Komm, spring da runter. Danke. Dann rutsche ich durch. Fusch! Und am besten rutsche ich gleich nochmal durch. Nein, das wollte ich nicht. Weil ich hier nicht... Ich kann hier nicht agieren. Oh Gott, einer von denen ist weg. Jetzt kann ich agieren. Das ist viel zu eng hier. So. Komm her. Schneller. Beeil dich mal ein bisschen. Ja, genau. So ist gut. Da habe ich gleich 2 Leben verbraucht. Verrückt. Ja, da könnt ihr ruhig bleiben, wenn ihr wollt. Ist mir relativ wurscht. Da oben macht ihr mir eigentlich nichts aus. Da könnt ihr auch rumwirbeln, so viel ihr wollt. Aua. Na gut, nicht so viel ihr wollt. Aber wenn es euch hilft. Gut. Warte mal. Jetzt werden die ja langsam wieder relevant. Oh. Habt ihr mal einen vollkommen gestressten Nils gesehen? Gratulation, jetzt habt ihr. Hey, die, warum halten die hier nichts aus? Heilkräuter gefunden. Für den Fall, dass ich irgendwann mal wieder welche brauche. Und jetzt? What the? Ich bin verwirrt. Eine Sackgasse? Scheinbar. Da komme ich hier nicht weiter. Da sind auch noch 2 Gegner irgendwo, die sich verstecken. Na gut. Kann ich mitleben erstmal. Hier noch? Da sind auch noch ein paar. Ich hoffe, keine gemeinen Gegner. Sowas wie ihr. Das wäre gemein. Das sind die letzten, die hier sind. Ausweichen. Schlagen. Töten. Ausweichen. Schlagen. Weg. Ausweichen. Schlagen. Weg. Ausweichen.
Schlagen. Weg. Ausweichen. Schlagen. Weg. Ausweichen. Schlagen. Weg. Ausweichen. Schlagen. Yes! Uah! Awesome. Ich bin gut. Wo soll ich jetzt hin? Hier ging nicht, also gehe ich mal hier rum. Da ist das Ding. Sind überall so Blockadeteile vor. Wie mache ich die weg? Ich meine, diese Steine sind da voll unpraktisch. Oder geht das da durch? Ja, es geht da durch. Ha! Ah! Das bedeutet, ich muss den Weg nochmal da runterlaufen. Ja, zumindest habe ich jetzt hier alle Gegner besiegt. Wir sind auch schon gut 35 Minuten drin. Ich fürchte, ich muss diesen Tempel teilen, wenn es so weitergeht, weil ich nicht glaube, dass ich so schnell hier rauskommen werde. So. Nee, das war zu früh. Yay! So sieht das richtig aus. Bam! Bam! Honig weg! Weg da! Bam! Wunderschön, dankeschön. Stärke hat sich erhöht. Ha! Passage nach draußen. Yes, ich habe ihn getötet. Das war nicht die Technik, die ich mir selbst beigebracht habe. Irgendwie habe ich sie scheinbar verlernt. So, kommt her, alle beide. Yep. Der nächste. Die nächsten bitte. So. Und hier die nächsten. Das ist ein anstrengender Scheiß. Man muss an so vieles denken und auf so vieles achten und. Solange sie die Gegnerarten strikt trennen, geht es ja noch. Aber wenn sie vermischen... Aua. Manchmal vermische ich auch einfach selbst die Gegner. Ja. Gut. Gut, gut, gut. So weit, so gut. So. Und noch einer. Danke. War das alle? Ich hoffe. Oh. Oh Mann. Ich hasse diesen Ort, aber das sieht nett aus. Diese komischen Affenstatuen. Die sind hübsche Kunst. Und das war erschreckend nah am Boden dafür. Für so ein Ding. Abkürzung. Yes. Hier geht's dann weiter nach draußen. Mehr draußen ist schlecht. Ich hasse draußen. Gib mir deinen Kopf. Ich will deinen Kopf töten. Yes. Man muss einfach aggressiv sein bei diesen Dingern. Das macht sie fertig. Damit können sie überhaupt nicht umgehen. Du da, stirb. Ja, ich habe erkannt, dass das ein anderer Busch ist. Hier gibt es bestimmt irgendwo was zu holen. Da ist ein Speicher. Genau das, was ich brauche. Wie komme ich zu diesem Speicher hin?
Ich muss einen Weg um diese Büsche herum finden. Na, nehmen wir den langen Weg. Yes! Wie komme ich zu dir? Darum. Nee. Hey, Bushi. Komm her, Bushi. Bushi, Bushi. Bushi, Bushi. Oh. Genau. So. Perfekt. Fliegi, fliegi, fliegi. Aua. Aua. Wirres Viech. Hier ist noch einer. Ich weiß, ihr tarnt euch geschickt und eigentlich seid ihr überhaupt keine Gefahr. Ich könnte euch vermutlich einfach stehen lassen, aber meistens steht ihr im Weg. Dinge töten, weil sie im Weg stehen, ist irgendwie ziemlich fies. Aber ich muss es tun. Sonst kann ich die Welt nicht retten. Ich bin mir sehr sicher, dass viele Menschen so ihre Morde rechtfertigen. Awesome. Vielleicht ein bisschen doof, dass ich jetzt gerade den Speicher hier habe. Komm her. Komm, flieg zu mir, kleine Fliege. Komm, flieg zu mir, kleine Fliege. Danke. Die sterblichen Überreste eines Abenteurers sind über den Boden verteilt. Zwischen den Knochen ist ein Pergament versteckt. Lesen? Wir hatten den Dschungel durchquert, um zum Kral zu gelangen. Wir verstanden die Sprache nicht, doch sie wollten, dass wir bleiben. Am nächsten Morgen waren nur noch Captain Frazier und ich am Leben. Der Hunger wurde vielen unserer Freunde zum Verhängnis. Als wir die Leichen unserer Freunde fanden, flohen wir in den Urwald. Dort fanden wir Angkor Wat. Eine Legende sagt, dass man hier, wo die Geister leben, Unsterblichkeit erlangen kann. Doch alles, was wir fanden, war der Tod. Ich werde zu meinen Freunden zurückkehren. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Krass. Und ziemlich scheiße. Ja. Gehen wir hier. Ja, das kann nicht schaden. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich als Will hier unendlich sicher fühle. Vielleicht kann Fredan helfen. Puh. Puh. Weiter geht's. Ich wollte hier lang. So, Kinder. Fredan der Vernichter ist hier. Ich glaube, sein Name ist Fredan der Zerstörer. Und ich sage es seit dem zweiten Mal, dass er aufgetaucht ist, falsch. Aber es ist egal. Für mich ist er Fredan der Vernichter. Und da sind ziemlich viele Büsche, die ich gerade vernichtet habe. Fredan ist gut. Gib mir deinen Kopf. Gut. Ja, das läuft doch schon deutlich reibungsfreier ab. Hallo, Busch. Wie komme ich zu dir? Gibt's da hinten irgendwas? Ja, hier geht's unten nix. Ist da, geht's nicht lang. Aber hier geht's bestimmt lang. Ach, nein, das war nicht der Weg, den ich dachte. Da muss es einen anderen Weg dahin geben. Finde ich schon. Bei all den Gegnern schweifen meine Gedanken ab. Wenn ich irgendwann in Schweigen verfalle, dann schlachte ich die Gegner einfach in Ekstase und denke über ganz andere Dinge dabei nach.
Gott, sind das viele Büsche. Ich komme mir fort wie der Gärtner von Angkor Wat. Was soll das da hinten? Was versteckt? Warum versteckt sich dieser Busch da? Jetzt ist er tot. Verstecken ist eben sinnlos. Nicht in jedem Fall. Aber in diesem Fall war es ziemlich sinnlos. Und ich habe keine Lust mehr auf euch Büsche. Ich töte euch jetzt. Ihr wart aber nicht die letzten Gegner. Da unten sind noch zwei. Wie komme ich da hin? Na, es wird schon einen Weg geben. Hier rüber. Weiterhin Fredan, Gärtner von Angkor Wat. Das ist ein neuer Titel. Ich sollte Achievements kriegen. Für alles, was ich hier tue. Gärtner, Kammerjäger, Ersatzheld. Ich bin mir sicher, da waren noch andere. Ich kann mich erinnern, ich hatte schon mal irgendeinen Titel für Fredan. Und wahrscheinlich sogar zwei oder drei. Fliegenfänger. Bleib hier, du musst sterben, damit ich stärker werden kann. Danke. Das hört überhaupt nicht auf mit diesem Leben. Es kommen nicht mehr so viele Ruinen. Kinder, ihr könnt mir nicht so viele Leben geben. Was wollt ihr mir sonst geben? Also ich weiß schon, Stärke und Schilde. Aber ich freue mich immer nicht so über Stärke und Schilde wie über Leben. Leben sind besser. Naja. Gut, das wäre geschafft. Auch für den in den nächsten Raum. Nicht in die nächste Sackgasse, bitte. Hier ist der nächste Raum. Schade. Ich finde, so sollte das häufiger laufen. Ihr stellt euch irgendwo auf eine erhöhte Passage und ich schlag euch kaputt. Er fängt auch sofort an zu kämpfen hier. Dämlicher Trottel, einfach sofort anfangen zu kämpfen. Weißt du, was ich mit dir mache? Du wirst jetzt aber bitte ganz... Ich verstehe. Ich verstehe deine Aufgabe. Du sollst diesen Weg blockieren. Das machst du heldenhaft. Ich finde, du bist ein ganz toller Mitarbeiter dieses Tempels. Hatte das schon mal jemand gesagt? Okay. Das war doch nett. Das machen wir jetzt nochmal. Toll. Die Dinge funktionieren einfach reibungsfreier, seit ich Fredan bin. Ich erinnere mich noch an diese dunkle Zeit, als Will mir lieber war als Fredan. Aber diese Zeit wird nie wiederkommen. Bin ich einfach da durchgeslidet mit meinem Schlag? Sind hier noch mehr Gegner? Nein, hier sind noch drei Gegner in diesem. Beinahe hätte ich den Raum verlassen. Aber ich muss ja noch da hinten rum. Aber dazu muss ich dieses Monster aus der Ferne anvisieren und es mit meinem Dingens töten. Hör auf! Okay. Ein anderes Mal. Ein anderes Mal, ich habe Zeit. Vielleicht stresst mich auch diese Musik einfach nur. Die ist viel unschöner als die, die ich bisher so kennengelernt habe. So sollt ihr sterben. Genau so. Und euch am besten nicht bewegen, so wie der da. So macht ihr das richtig. Ach Gott.
Ich fühle mich... Oh Gott, die zu treffen wird schwieriger. Gut, danke schön. Danke. Danke. Jetzt werde ich nochmal getroffen von dem Ding. Als letzte Amtshandlung dieses Käfers. Nett. Wozu das? Oh, das gefällt mir. Earthquaker-Kraft kann nun verwandt werden. Der Earthquaker gehört zur dunklen Macht, die nur Fredan der Dark Knight auslösen kann. Sie löst ein Erdbeben aus. Der Gegner ist für lange Zeit bewegungsunfähig. Springe nach unten und drücke den Angriffsknopf. Das hört sich gut an. Schließe die Augen. Ich bin Gaia, Quelle allen Lebens. Höre meine Ratschläge. Fredans Kraft ist der Earthquaker. Wenn er ihn einsetzt, können sich seine Gegner nicht mehr bewegen. Bisheriges Geschehen speichern, ja. Es ist vollbracht. Reise fortführen, nein. So tauche dann ein in meine Sphäre. Earthquaker? Na, sieht so aus, als hätten sich die Dinge ein bisschen verschoben. Was die Fairness angeht. Was mir das bringt, schaue ich mir das nächste Mal an. Ich denke aber, ich werde ein bisschen Spaß mit diesen Gegnern haben. Mir bleibt nur noch eins zu sagen. Ich liebe euch. Jeden einzelnen von euch. Bis zum nächsten Mal.